2 Meter. Oder so 3. 3. Hm. Ja. Das gefällt mir nicht. Das sieht besser aus. Okay, dann machen wir nochmal Glas rein. 8 Meter. Ein schönes Gehege für die Löwen, glaube ich, war das. Gut, da können wir Beton platzieren. Und hier können wir auch ausnahmsweise mal eine Kurve reinbauen. Obwohl, na, so sieht es so finde ich ganz gar nicht so schlecht aus. Außer hier vielleicht. Okay, bauen das aus. Okay. Platziert. Was wir jetzt machen? Ach, Eingang, genau. Eingang für die 2 Wärter. Die mache ich einfach hier hin. Genau gegenüber am besten. Hallo? Okay, jetzt haben wir den. So, perfekt. Bernie achtet sehr auf die Sicherheit seiner Zoos. Also sollten wir auf jeden Fall sicher gehen, dass diese Tiger nicht aus ihrem Gehege springen können. Ja, das stimmt, das stimmt. Dafür müssen wir einfach nur die Höhe der Umzäunung anpassen. Dann machen wir jetzt mal ein ganzes. Wähle die Gehegeumzäunung, um sie zu bearbeiten. Dafür musst du nur doppelt auf die Gehegeumzäunung klicken. Habe ich. Dann dieses aussehen und dann höher gehen. Markiere die gesamte Umzäunung des Geheges. Habe ich. Dazu musst du nur klicken und das Gehegeumzäunungsauswahlwerkzeug ziehen. Haben wir gemacht. Wie hoch muss es sein? Ich glaube, es war 3, irgendwas, ne? Wie hoch? Steht gar nicht. Jetzt nun hier. Hast du den gesamten Gehegeumriss markiert und kannst die Höhe der Barriere verändern, indem du das entsprechende Werkzeug nach oben ziehst. Stelle die Höhe auf mindestens 3,7 Meter ein. Machen wir mal 4 Meter einfach. Ja, noch 3,7, wie wir wollten. Da das Gehege jetzt fertig ist, können wir Spendenbüchsen in der Nähe der Aussichtspunkte aufstellen. Wir brauchen jedes bisschen Geld, das wir kriegen können. Besonders die Tiger kriegen wir mit Fertignudeln nicht satt. Hier platzieren wir eine in jeden Spot mal eine Ecke hin. Gut. Und hier auch noch. Die Einfassung ist fertiggestellt, der Gehegeeingang ist auch da und ganz wichtig, die Tiger können nicht mehr rausspringen. Ich glaube, wir können jetzt einige Tiger aufnehmen. Okay, machen wir mal Handelszentrum. 2 Stück war das. Aufnehmen, aufnehmen, auswählen. So, hier im Bereich senden. Während die Tiger von unseren verlässlichen Zoopflegern abgeholt werden, sollten wir das Gehege für ihre Ankunft vorbereiten. Machen wir. Beginnen wir mit dem Wichtigsten. Platziere eine passende Futterstation für sie. Gerne hier. Bauen. Futterstation machen wir durch hier hin. So die Zuschauer auch zugucken können. Diesmal versuchen wir etwas anderes anstelle der Wasserschüssel. Manche Tiere brauchen ein Becken in ihrem Gehege, damit sie schwimmen, aber auch daraus trinken können. Du musst nur darauf achten, dass das Ufer nicht zu steil ist, sodass die Tiere das erfrischende Nass ohne Probleme erreichen können. Ein Becken ist bereits ausgehoben, aber du musst es noch mit Wasser füllen. Das kannst du mit dem Wasserwerkzeug in Gelände erledigen. Haben wir gemacht. Also Löwen sind da. Nice. Hallo, hallo. Ja, das sieht wirklich gut aus. Natürlich brauchen diese Tiger genau wie die Warzenschweine und Strauße eine Beschäftigung. Warum fügst du ihrem Gehege nicht passendes Beschäftigungsspielzeug und Futter hinzu? Machen wir Futter. Machen wir hier so einen Kürbis hin. Und so eine Reibe können wir hier platzieren. Oh. Ups. Ein bisschen drehen. So ungefähr. Okay, langsam nimmt hier alles Formen an. Also, die Tiger benötigen einen Rückzugsort in ihrem Gehege, damit sie sich vor den Besuchern oder schlechtem Wetter verstecken können. Obwohl das hier in England ja eher als... Ach, England, das ist das für Deutschland. Nur zu. Platziere einen Rückzugsort in ihrem Gehege. Doch. Du kannst entweder einen aus verschiedenen geeigneten Teilen bauen oder einfach den Entwurf nutzen, den ich für dich gefertigt habe. Aber wie kann man den bauen, frage ich mich hier. Wenn man den hier jetzt zum Beispiel...
Ja, wir nehmen die erstmal, die haben wollen. Platzieren wir mal hier hin. Aber wo ist der Eingang überhaupt? Da. Da können wir so platzieren, dass sie halt von da reingehen können. Das ist besser. Da können die nicht so beobachtet werden. So. Die armen Kleinen. Du hast bestimmt bemerkt, dass die Tiger ein wenig verstimmt wirken. Das liegt daran, dass sie von dem Gelände in ihrem Gehege nicht allzu begeistert sind. Wähle einen Tiger aus und öffne sein Infofenster. Ja, haben wir. Auf Gelände. Ach, hier fehlt doch. Ach, das war jetzt das hier. Hier zum Beispiel müssen wir auf den weißen Bereich kommen. Erde ist also zu wenig da und das ist zu viel. Dann auf den Reitergelände. Anhand der Geländeinfo kannst du erkennen, wie Tiere zu den verschiedenen Geländetypen stehen. Und du weißt dadurch auch, was ihnen in ihrem Gehege fehlt oder was zu viel ist. Nochmal Erde hier hin. Also gut, öffne das Geländebearbeitungswerkzeug, wähle Malen aus und füge Erde hinzu. Weiter als du. Das Wohlbefinden im Bereich Lebensraum erhöhen. Also, Erde haben wir erhöht. Mal hier Erde überall hin. Gut. Kurzes Gras ist zu viel und langes ist zu viel. Also, kurzes Gras noch auswählen. Langes Gras ist irgendwie zu viel, keine Ahnung. Wie sie darauf kommen. Jo. Haben wir es gleich auf jeden Fall geschafft, ja. Alles grün. Dann haben wir den zweiten Stern bekommen. Cool. Es heißt, dass gute Zäune gute Nachbarn machen. Das trifft wohl besonders zu, wenn dein Nachbar ein Königstiger ist. Aber diese Tiger sehen so zufrieden aus, dass sie vermutlich auch dann nicht ausreißen würden, wenn ihr Zaun kaputt wäre. Hallo. Oh, aber lass es lieber nicht drauf ankommen. Echt cool aus, muss ich sagen. Hallo. Gut, statten wir den blauen Faun einen Besuch ab. Wir müssen wohl ihr soziales Wohlbefinden verbessern. Auf geht's zu den Faunen. Also dann wähle einfach einen V aus und öffne sein Infofenster. Dann können wir mit Adlerauge sehen, wie es ihm geht. Obwohl ein Adlerauge wahrscheinlich besser für Greifvögel geeignet wäre. Soziale Gruppe verschiedet zu wenig Jungtiere und Erwachsenetiere. Im Bereich soziales Wohlbefinden für mehr Details. Erwachsene Person. Ah, hier erwachsene Population. Okay. So wenig Jungtiere. Haben eindeutig genug Platz und gestresst sind sie auch nicht. Aber in ihrer sozialen Gruppe scheint etwas nicht zu stimmen. Mhm. Sehen wir uns das näher an. Klicke auf den Reiter Sozialverhalten im oberen Bereich des Infofensters, um mehr zu erfahren. Haben wir doch was. Gut. Wie du siehst, sollten mehr Pfauen im Gehege sein. Mhm. Dieses kleine Problem löst du, indem du drei weitere weibliche Pfauen aufnimmst. Okay. Na los, du weißt ja, wie das jo, geht. Jo, drei weibliche, also alle drei sind schon ausgewählt. Nehmen wir mal das. Nehmen wir mal hin. Und transportieren wir alle hier hin. So. Gut gemacht. Ich vermute, dass sie bald geliefert werden. Aber es klingt leider so, als ob unser Schneeleopardenweibchen etwas mürrisch wäre. Schneeleopard. Gucken wir doch mal, ob wir ihr helfen können. Da sind echt viele Leoparden hier, ne? Und Löwen und, ja. Schneeleoparden. Tiere können genauso wie Menschen Stress empfinden, wenn etwas nicht ganz stimmt. Als würdest du Zeuge sein müssen, wenn jemand Milch vor dem Teebeutel in die Tasse gibt. Schneeleoparden stresst es, wenn sie nicht genug Privatsphäre haben. Du kannst den Stress verringern, indem du die normalen Glasbarrieren durch Einwegspiegel ersetzt. Das ist nicht billig, aber sie sind die Investition wert. Dadurch haben die Schneeleoparden eine Rückzugsmöglichkeit, wenn sie den neugierigen Blicken unserer Besucher entkommen möchten. Interessant. Ich dachte, man kann die hier auch ändern. Nur das große Bauwerk ist wahrscheinlich ändern. Aber hier Einwegspiegel. Wird ein Tier aus seinem natürlichen Biom gerissen, ist es wahrscheinlich, dass es ihm zu heiß oder zu kalt ist.
Den Schneeleoparden ist es natürlich selbst bei dem schrecklichen Wetter in Großbritannien zu heiß. Du solltest das Gehege abkühlen, indem du Klimaanlagen hinzufügst. Aber öffnen wir zuerst die Temperatur-Heatmap und werfen einen Blick auf die Temperatur im Leopardengehege. Haben wir gemacht. Also, man sieht hier direkt, dass man hier eine Klimaanlage platzieren soll. Guck mal, da ist so kalt. Jetzt ziehen wir hier ein paar Klimaanlagen hin, eine hier hin. Wie du sehen kannst, haben wir bereits eine Klimaanlage installiert. Platzieren wir weitere, um einen möglichst großen Teil des Geheges so kühl wie möglich zu machen. Das dauert ein bisschen. Zum Glück ist es bereits mit Strom versorgt, aber in Zukunft musst du auch darauf achten. Okay. Zur Info, wenn irgendein Teil des Geheges Strom hat, hat das ganze Gehege Strom. Okay, gut zu wissen. Das hier ist kalt und eine Ecke nicht, das gefällt mir nicht. Dann sehen wir noch einen hinkommen. Heatmaps gibt es für allerhand hilfreiche Sachen. Sieh sie dir also unbedingt alle an und nutze sie gut. Okay. Wohlbefinden. Es dauert ein bisschen, bis sich die Temperatur nach dem Hinzufügen von Klimaanlagen oder Heizungen ändert. Da wir die Klimaanlagen aber jetzt platziert haben, kümmern wir uns um das Geländewohlbefinden der Tiere. Leoparden brauchen Schnee und Felsen. Das kriegen wir hin. Sicherheit. Okay. Verbrechen haben wir aber gut. Ja, das ist auch ganz okay. Mitarbeiter. Ja. Erkenne ich gerade hier nicht. Okay, was wollen wir machen? Also ein Gelände. Ich muss kurz den Löwen anklicken, bitte, bevor ich ein Gelände ändere. Hallo, ich will ganz mal kurz den Löwen gucken, was wir denn haben will. Ich klicke mal zweimal drauf, okay. Gelände, was gefällt Ihnen nicht? Okay. Zu viel Gras und zu wenig Schnee haben wir hier. Kein Problem, kriegen wir hin. Gelände. Machen wir mal Schnee. Machen wir alles hier Schnee. Das hohe Gras geht auch weg, also wollen wir hier das Schnee hier rein tun. Sehr gut. Du solltest jetzt ziemlich genau wissen, wie du Tiere glücklich machen kannst. Klar. Deshalb möchte ich, dass du jegliche Probleme in den Gehegen aller anderen Tiere im Zoo behebst. Das wird das durchschnittliche Wohlbefinden der Tiere im Ganzen zu erhöhen. Und dieses durchschnittliche Wohlbefinden ist ein äußerst wichtiger Wert. Ach so. Um auf einen Blick zu sehen, wie es all deinen Tieren im Zoo geht, musst du die Zooverwaltung und dann den Bereich Tiere öffnen. Zur Verwaltung Tiere. Wie du sehen kannst, wird in dieser Liste das Gesamtwohlbefinden der Tiere angezeigt. Mhm. Wenn also etwas nicht stimmt, kannst du mit Hilfe der Schaltfläche finden, schnell beim Tier vorbeischauen. Okay. Gut, ich mach kurz Pause, während du dich um alle Tiere kümmerst. Wir haben halt das Problem bei den Schildkröten. Ich mache jetzt das zu finden. Ja. Kann ich die nicht drauflegen? Also, wir sind da. Was gefällt dir denn nicht hier? Lebensqualität. Wo ist denn der? Da. Lebensqualität. Lebensqualität. Okay. Ich mach mal das Gelände hier, ist auch nicht gut, weil wir ein langes Gras und mehr Sand hier rein. So, langes Gras. Und Sand machen wir hier in der Grube rein. So. Okay, Sand machen wir hier rein. In die Grube. So, sind zufrieden. Oder was fehlt denn noch hier? Es gibt zu wenig Rückzugsorte für die Tiere. Okay. Dann bauen wir so einen Rückzugsort hin. Einen Rückzugsort für die Tiere nochmal hin. Ein Rückzugsort. Ach, hier können wir verschiedene Wände machen. Sogar, eine Hecke sogar. Eine Einrichtung war das. Und genau hier war das. Wow, es gibt richtig viele von mir. Ja, wir kaufen so einen, der hier passt. Obwohl.
Ich hätte noch ein paar Wänden, was sie so an. Ein bisschen Sichtschutz. Vielleicht den hier mal platzieren und dann den Baum mal ein bisschen anders entfernen. Ragt der Baum da rein oder ist das nicht so schlimm? Das ist gar nicht so schlimm, passt sogar richtig gut rein. Gut, haben wir gemacht. Wie sieht es bei dir aus, Kollege? Dauert bestimmt noch ein bisschen. Ich spiele mal ein bisschen vor. Bist du glücklich, ja? Zu wenig Beschäftigung. Okay. Da fehlen noch ein paar Beschäftigungsgegenstände. Also falsch. Natur, ist das? Nein. Ach, hier. Lebensqualitätsobjekte, genau. Oh, Spielzeuge oder so. Kaufen wir mal ein paar Spielzeuge. Für die Tiere. Vielleicht was zu essen, so ein Futternampf. Für die Tiere. Gucken wir mal jetzt. Wie es jetzt aussieht. Dauert es ein bisschen, ich bin mal ein bisschen vor. Warum steigt der nicht? Oder ist jetzt allgemein schon gestiegen und ich. Warte mal. Ich schau mal ganz kurz im Zoo. Buch nochmal nachguckt. Schau mal an. Die sind nach oben gestiegen. Also nicht komplett hundertprozentig voll. Aber schon glücklicher als davor. Denn. Ich verstehe das mit der Lebensqualität halt nicht, ne? Die haben irgendwie keine Lebensqualität. Warum? Ah, hier. Futter. Futter haben wir und noch ein Futternapf so hin. Ein Futterspielzeug. Guck mal, der spielt. Guck mal an. Er spielt dieses Ding, habt ihr es gesehen? Ist ja cool. Cooler Schlüssel. Ich hab's ja noch nicht erhöht jetzt. Gucken wir dann gleich mal rein. Gehen wir mal zu den nächsten Tieren nochmal hin. Ich glaube, das war das Gehege da, wo die Giraffen und die Zebras, glaube ich, sind. Schauen wir uns mal an. Ja, genau. Giraffen und Zebras. Reisen wir zu Obi. So, genau, Lebensqualität ist auch nicht so gut. Futter und. Okay. Wir machen erstmal das Gelände, okay? Weniger Erde, er will. Weniger Erde einfach. Machen wir kurzes Gras irgendwo hin. Kurzes Gras hier hin. Das ist halt. Langes Gras können wir auch im Platz sehen. Ja, auch. Zu viel Erde ist auch blöd. Du vergrößert sie bitte. So. Da müssen wir halt nicht lange uns dann hier beschäftigen, alles auszumalen. Mach hier komplett die Erde mal weg. Weil das finden die irgendwie nicht so top, die Tiere. Dass alles von Erde ist. Kann ich aber auch nachvollziehen. So, ist alles jetzt im grünen Bereich. Und schauen wir uns, was die Zebras sind. Aber nicht so, wurden auch noch Zebras. Wie sieht es bei denen aus dem Gelände? Kurzes Gras fehlt. Okay, dann machen wir die noch ein kurzes Gras, ein bisschen glücklicher. Machen wir noch hier ein kurzes Gras. Machen die mal gleich glücklich. Okay. Passt. Zebra ist auch wahrscheinlich der, ne? Yeah. Jo, passt. Alles okay. Was für denn nicht in Lebensqualität? Futterspielzeuge und. Beschäftigung, es gibt zu viel nicht. Okay.
Mal Futter.